Ja, schönen guten Tag. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Hintergrund, was hier eigentlich los ist, da ich die Aufnahme leider etwas spät gestartet habe. Also der junge Mann, den ihr gleich seht, der schrieb mir eine Nachricht, möchte sich doch gerne nochmal mit mir treffen. Vermutlich habe ich bei unserer letzten Begegnung einen bleibenden Eindruck hinterlassen und er will sich vielleicht kurz bedanken oder so, habe ich zumindest gedacht. Ich stimmte also zu und schrieb ihm, wo er mich finden könnte. Dauerte dann auch nicht lange, bis er da war und verwickelte mich in ein kurzes, aber freundliches Gespräch und fragte, ob ich mir kurz ein Auto anschauen könnte. Reifenschaden und sowas, da sagte ich natürlich nicht nein und schon gingen wir zu seinem Auto. Das Gespräch verlief nun in eine Richtung, mit der ich nicht gerechnet habe. Er zog eine Waffe und was er eigentlich von mir wollte, das könnt ihr euch nun ansehen. Viel Spaß dabei. Wir gehen nur Ja. spazieren, ihr müsst gar nicht das mitnehmen. Wir können Ja. spazieren gehen. Ja, aber wohin denn und wieso? Was habe ich denn getan? Kommst du mit? Komm. Ja. Kommst einfach mit. Ja. Ja. Aber wohin? Wir laufen noch nicht lange. Ja. Kommst du mit? Ich bin doch Das, hinter wo wir ihm. es kennengelernt haben, ja, wollten sie mich doch ausziehen. Oder sie wollten Ja, mich ausziehen. Sie ja. haben mich ja ausgezogen, ne? Natürlich, das ist mein Job, Ja, ich bin Arzt, das habe ich vertrauen Sie mir. vergessen. Das fand ich auch ziemlich. Aber Sebi hat auch. Weißt du, bitte rufen Sie keine Polizei. Da hieß es hier. Bitte rufen Sie keine Polizei. Und wenn ich das schon habe? Wir wollen doch nur reden. Kommst du kurz mit? Ja, ich rede mit Ihnen. Ja, ich will ein bisschen ruhiger reden. Hier ist hier Arahaku, ne? Wissen Sie Bescheid. Das ist doch ein bisschen. Guck mal, ist ja voll öde aus der Tour. Frische Luft. Ist doch toll. Aber ich habe dort draußen gesessen, in der Sonne, es war angenehm. Ich weiß nicht. Jetzt rechts nach links gucken. Ja, sehr vorbildlich. Ich finde, das reicht. Da, wir sind schon fast da. Ja. Geht sie mal rein. Also, ich weiß nicht so recht. Komm bitte kurz. Ich habe meine Waffe weggesteckt. Ja, gefällt mir. Jetzt ziehen Sie sich mal aus. Wieso? Sind Sie Arzt? Sir, sind Sie Arzt oder so? Nee, ich bin aber was ganz anderes. Ja, was denn? Ich bin Bandit. Bandit, ach je. Ja, auch Banditen müssen mal zu Ärzten, oder? Ja, jetzt könnt ihr bitte Sachen da in die Ecke reinlegen. Und hier geht bitte, gehen Sie dann bitte in diesen Raum. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Ich will gar nicht machen, was Sie denken. Ich will nicht mal Ihre Sachen. Ich will Sie einfach nur ein bisschen, ja, ein Ja. bisschen erblößt sehen. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Ja, als Rache. Aber wie Rache? Ich habe Ihnen doch geholfen, oder nicht? Als Rache, wo sie? Ich habe Ihnen doch geholfen. Ja, aber es wäre nicht nötig gewesen. Wie, es wäre nicht nötig gewesen? Sind Sie Hätte einfach Arzt? mal ein Ärmel hochziehen können, hätte mir eine Spritze reinschieben können, aber nee, haben sie nicht gemacht. Scheiße, nein, natürlich nicht. Ich bin Arzt und zwar der Beste, merken Sie sich das. Und wenn ich das gucken muss, dann gucke ich. Es Und ist der zwar Beste. gründlich. Ja, natürlich. Mit Abstand. Jetzt tun Sie bitte Ihre verfickten Sachen da in die Ecke reinlegen. Scheiße. Oh.
aber ich, Meine ne. Fresse, jetzt machen Sie einfach. Ich könnte in den Rucksack legen, was halten Sie davon? Ja, ist mir auch in Ordnung, ist mir auch recht. Ja. Dämliche Taucherweste auch irgendwie anziehen lassen, aber könntest du ihr Kleidung Rucksack tun? Aber ich habe gar keinen Platz. Ich kann mich nicht ausziehen. Dann tun sie ihre perfekten Sachen da in die Säcke rein. Aber dann verschwinden sie, dann Ich kommen werde die sie gleich Wühlmäuse. ungemütlich. Ist das so egal? Nee, wissen Sie, wie teuer das war? Scheiße. Ich kann sie Ihnen auch so ein ARA-Zeichen aufmalen. Das schafft jeder Mensch. Ja. Wenn Sie Menschen in China schaffen, schaffe ich es auch. Ja, nee, ich glaube nicht, dass sie das so gut hinkriegen. Das glaube ich nicht, nee. Ist egal, aber tun Sie Ja. einfach bitte Ihre Sachen auslegen. Aber Sir, Ausziehen. also, ich kann mich nicht einfach vor einem Nichtmediziner ausziehen. Das geht doch nicht. Wollen Sie mich verarschen? Ich habe eine Waffe in der Hand. Sir, ja, ich verstehe, aber Sie wissen, ich bin Arzt und ich helfe den Leuten. Und auch Ihnen habe ich geholfen. Ich weiß, ich will Sie gar nicht überfallen. Das ist Ja. einfach nicht das. Ich will Sie nur, dass Sie sich anziehen. Sie können auch ihre 10 Sekunden ihre Sachen ausziehen, mir aufnehmen. Ist mir scheißegal. Ich will Sie Ja. kurz nackt sehen. Aber wieso? Ich habe einen Prachtkörper, das müssen Sie mir glauben. Zeig sie noch mal her. Na, das würde ich lieber nicht so gerne. Also, ja? Hallo? Oh. Ciao. Gut, ihr werdet mich nicht ausziehen. Niemals.